auszuwählen. Es kostet 12 Euro. Okay, auf geht's. Platz, wir stehen alle im roten Trikot für das Mannschaftstrikot, bitte. Ja, wir machen weiter in der Gewichtsklasse 54 Kilo, wie bereits angesagt. Im Kampf um Platz 1 und 2. Im roten Trikot startet Yannick Rausch vom RSC Rehau Landesverband Bayern. Im blauen Trikot Christoph Krämer vom TSV Westendorf Landesverband Bayern. Es fungieren als Kampfrichter Michael Günther, als Wattenpräsident Helmut Steininger und als Punkterichter Hardy Stüber. Du gehst nach vorne, ja? Vorsicht, Kopfzug. Du gehst nach vorne. Hol dir die Fassart. Deine Schulter ist tiefer. Schwerpunkt tief. Sehr gut, sehr gut. Hinten drauf. Mach die Eins, mach die Eins. Sehr gut. Sehr gut, umfahren, ab, ab. Raus. Aus, querlich, Vorsicht. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Sehr gut. Und ruhig, du stehst. Kontrolliert Fassatmen. Wenn dann nochmal Vorbeireißer, aber kontrolliert. Sehr gut. Du, ey, ruhig bleiben, ruhig, ruhig, ruhig. Verwarnung, rot mal. 15, kein Risiko mehr, das ruhig bleiben, ruhig. Fassatmen, kontrolliert. Sehr gut. Vielen Dank für unsere Schüler und Jugendliche Kasse. Dankeschön. Und nach vorne gleich wieder. Jawohl, genau. Du bist tiefer als er, dann kann er dich nicht schieben. Sehr gut, weiter. Komm, komm, komm. Sehr gut, super Ding. Und jetzt muss was gehen, komm. Jetzt muss was gehen. Komm, 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 komm. Weiter, weiter, Hüftschuss! Super, und hol noch. Und hol raus, hol hoch. Raus, heben aus, heben aus. Und aussteigen, aussteigen, aussteigen. Hoch, hoch, hoch. Und Feuer. Super! Sieger und somit deutscher Meister wurde Christopher Krämer vom TSV Westendorf, Landesverband Bayern. Zweiter deutscher Meister wurde Yannick Rausch vom RSC Rehau Landesverband ebenso Bayern. Herzlichen Glückwunsch! Kommen wir zum Kampf Nummer 291. Wir ermitteln den deutschen Meister in der Klasse.